Ich kann ein Paar aus dieser Stadt Weltmeister werden. Sie haben es eben von Jörg Sonntag gehört. Insgesamt sind 40 Paare aus 22 Nationen am Start. Einige davon haben Sie eben beim Einmarsch schon gesehen. Eine ungewöhnlich gute Beteiligung. Sogar aus Japan, Australien und den USA sind Teilnehmer angereist. Die Titelverteidiger sind nicht am Start. Colin James und Lene Mikkelsen aus Dänemark sind inzwischen Profis geworden. So, wir wollen Ihnen erstmal die Tänzer ein bisschen vorstellen. 5 Stück sind es insgesamt und Wolfgang Opitz, der Bundestrainer, den Sie eben noch im Interview gesehen haben, er sitzt jetzt neben mir, weil 4 Augen halt mehr sehen als 2. Geht immer los mit dem Samba, einem Tanz im Zweivierteltakt, wenn man so will, der Nationaltanz Brasiliens. Dort allerdings wird er viel freizügiger und improvisierter getanzt als hier im Turniertanzen. Samba soll Lebensfreude vermitteln, temperamentvoll und fröhlich ist er. Und typisch für diesen Tanz sind, das sehen Sie jetzt auch hier, die Rollbewegungen, die unter anderem eine Stärke der deutschen Wehr- und Langnau sind. Ja, vom Samba ist zu sagen, dass die rhythmische Betonung in der Hauptsache immer zum zweiten Taktschlag läuft, dass dadurch immer besonders gute Körperlinien gezeigt werden. Der Rhythmus ist absolut präsent und man kann sagen, dass die Hüftstellungen der einzelnen der Damen und Herren diesen Rhythmus unterstreichen. Es gibt die sogenannte Kontraktion der Körpermitte, sehr deutlich eben auch zu sehen, dass immer von der Kontraktion der Mitte vor und rückwärts die Bewegung ausgelöst wird. Hier im Vordergrund mit der Nummer 3, Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien, die am Ende im Finale erwartet werden. Der zweite Tanz bei dieser Weltmeisterschaft auf Lateinamerikanisch ist dann stets der Cha-Cha-Cha. Im Viervierteltakt wird er getanzt. Vom Ursprung her, so sagen die Fachleute, eigentlich ein verruchter Tanz. Bedingt auch durch die enge Haltung, die beim Cha-Cha halt immer zu sehen ist. Bedingt durch die Fußkühlung, auf die die Partner gehen. Der Cha-Cha ist Mitte der 50er Jahre in New York entstanden. Durch das Zusammentreffen zwischen Rumba und Mambo. Im Turniersport ist das Ganze ein bisschen anders reglementiert. Der Tanz ist ein bisschen offener. Von der Kraft und von der Kondition, so meinen diejenigen, die hier bei dieser Weltmeisterschaft dabei sind, ist das eigentlich der schwerste Tanz. Auch weil er kurze, schnelle Bewegungen erfordert. Um jetzt auf die musikalische Interpretation rauszukommen, die Cha-Cha-Cha-Bewegung sollte möglichst immer in den Rhythmen 4 und 1 laufen. Und wenn Sie genau hinschauen, können Sie das auch deutlich sehen, dass immer dieses 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, dass dort die Präsenz der Hauptakzent liegt. 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. Sehr schön. Tief getanzte Horse and Cart. Getanzt von den Schweden Göran Nordin und Katrin Andersson. Ballettanklänge hat dann die Rumba, die im Viervierteltakt getanzt wird und bei der Weltmeisterschaft immer an dritter Stelle steht. Die Rumba, der langsamste Tanz, stammt aus Kuba, ist sehr schwierig, weil die Körperbewegungen exakt und kontrolliert getanzt werden müssen. Die Bewegungen sind gerade durch die langsamen Folgen genauer erkennbar. Der Tanz soll Paarbezogenheit darstellen, wenn man so will, das Werben des Mannes um die Frau. Gerade für die deutschen Meister Andrea Langnau und Horst Behr, die Sie hier im Bild sehen, ist dies der trainingsintensivste Tanz gewesen. Besonders schwierig dabei, die Musik mit Bewegung auszufüllen. Und das beherrschen die Bremerhavener bis zur Perfektion.
Und um hier wieder auf die rhythmische Interpretation zu kommen, die Hauptakzentuierung liegt immer auf dem vierten Taktschlag und die Paare bemühen sich immer, möglichst zum vierten Taktschlag eine Körperlinie, eine Beinlinie, einen Drop oder was auch immer zu zeigen, um ganz musikalisch und absolut taktgebunden die Sache zu zeigen. Es gibt übrigens auch Eigenkreationen, fast wie beim Eiskunstlauf, wenn man so will, zum Beispiel die Lankenau-Pirouette, die wir in dieser Rumba sehen. Es beginnt von hier aus, erst auf dem etwas geraderen Bein und jetzt geht es um die gebeugte Pirouette. Spezialität. Die Rumba, eine der großen Stärken des deutschen Paares Lankenauer Bär. Der nächste Tanz dafür die Spezialität der großen Konkurrenten von Andrea Lankenau und Horst Bär, nämlich der Norweger Backe und Levi. Das ist der Paso Doble. Im Zweivierteltakt getanzt. Sie werden wissen, dieser Tanz kommt aus Spanien. Der Herr soll den Torero darstellen, die Dame ist das rote Tuch. Wichtig in diesem Tanz, die Atmosphäre aufzubauen, die durchaus mit dem Stierkampf vergleichbar ist. Die Technik spielt natürlich auch hier die entscheidende Rolle, aber beim Paso Doble ist es auch ganz wesentlich, die Ausstrahlung rüberzubringen. Das Paar soll eine Einheit bilden, der Herr zwar dominieren, aber die Dame muss sich auch darstellen, sie darf sich nicht nur führen lassen. Wichtig vielleicht hierbei auch noch zu erwähnen, dass die Damen möglichst spanische Armbewegungen herstellen, dass der Herr einmal dem Stierkampf entsprechende Bewegung zeigt und zum anderen dann auch, was im Stierkampf so berühmt ist, das sogenannte Wo ist die Menge, Where is the Crowd? Und das im Abwechsel zeigt jede gute Choreografie. Hans-Erik Nygren und Marie Lindersson aus Schweden demonstrieren das hier gerade sehr schön. In der musikalischen Interpretation ist die 4 und 1 sehr stark zu hören und die führenden Paare heutzutage versuchen das auch darzustellen. Ja, den Schluss der Tanzfolge bildet dann der Jive, der im Viervierteltakt wiederum getanzt wird. Er kommt aus Nordamerika, abgeleitet vom Boogie und Rock'n'Roll. Der Jive ist der jüngste lateinamerikanische Tanz, eigentlich erst so in den 60er Jahren entstanden und in den 70ern dann ins Turnierprogramm, ins Wettkampfprogramm aufgenommen. Sie werden es gleich sehen. Beim Jive kommt es vor allen Dingen auf die Leichtflüssigkeit an. Der Tanz ist fröhlich, witzig, aber im Gegensatz zum Rock'n'Roll gibt es hier keine Hebefiguren. Dafür dann wiederum eigene Kreationen, wie zum Beispiel die doppelte Rutsche bei Lankenau Bär aus Bremerhaven. Auch das werden Sie im Verlauf dieser Übertragung noch sehen. Die grundsätzlichen Bewegungselemente sind die sogenannten Kick, Flick und Shuffle. Hier deutlich zu sehen auch wieder. Der Geist soll springen, wie man so schön sagt. Hoppla. Bewegungen in synkopischer Betonung 1, 2, 3, 4 soll immer erkennbar sein. Die Dänen Jensen und Paulsen haben da einen kleinen Patzer gehabt. Frau Opitz, wie ist das eigentlich? Schlägt sich das nieder auf die Wertung? An und für sich nicht, nein. Wenn das nur ein kleiner Patzer ist, wenn sowas häufiger geschieht, und man merkt, dass es aus konditionellen Gründen oder nicht gut kontrollierten Tanzen geschehen,
dann wird das natürlich negativ bewertet. Aber wenn jemand ausrutscht, was immer mal sein kann, durch die Strasssteine, die auf dem Boden liegen, dann wird das nicht abgewertet. So, liebe Zuschauer, jetzt kennen Sie die fünf Tänze, wissen vielleicht ein bisschen mehr darüber als vorher. Und nun können wir dann einsteigen ins Semifinale. Hugo Strasser und seine Kapelle spielt in Bremerhaven. Und es geht los, wie vorhin schon gesagt, mit der Samba. 12 Paare stehen in 2 Gruppen in diesem Semifinale. Die Paare werden für jeden Tanz neu ausgelost. Es gibt keine Setzliste. Und 7 Wertungsrichter beurteilen das Können der Paare. Im Semifinale noch keine offene Wertung, das erst im Finale. Und die ersten 6 kommen dann dorthin. Das sei vorneweg gesagt, während Sie jetzt Andrea Bär und Horst, Andrea Lankner und Horst Bär sehen. Beide sind 26, starten also für die TSG Bremerhaven. Sie Bankkauffrau, ihr städtischer Angestellter. Aber seit Anfang des Jahres haben sie beide erst einmal ihre Jobs aufgegeben, um sich voll auf diese Weltmeisterschaft zu konzentrieren. Profiszene gibt es allerdings noch nicht, haben sie noch vor diesem Turnier gesagt. Nach einem eventuellen Titelgewinn allerdings würden sie schon mal darüber nachdenken. Hier ist ein bedürfnischer Gesamterrhythmus, der Körperrhythmus, bei beiden aufeinander abgestimmt, den sogenannten terminalen Run. Und immer wieder die Kontraktion, die Bewegung der Körpermitte, die möglichst deckungsgleich ist bei gleichen Fußbewegungen. Ja, wir haben uns also in dieser ersten Gruppe mal speziell auf das deutsche Paar konzentriert. Und Herr Opitz, was würden Sie sagen? Normalerweise von den 6, die da auf dem Parkett waren, doch somit die eindrucksvollste Vorführung, der eindrucksvollste Vortrag. Das auf jeden Fall. Sie haben die Leistung, die wir von der Vorrunde schon gedacht haben, jetzt im Semifinale genauso noch verbessern können. Und ich sehe der Sache also sehr, sehr, sehr gelassen entgegen. Wenn Sie diese Form bis zu Ende unterhalten, dann wird man an ihm nicht vorbeigehen können. Und hier ist also nun die größte Konkurrenz mit der Nummer 24, Gaia Backe und Sine Deli aus Norwegen. Die Europameister, die hier auch den Griff zum Gold in der Welt tun wollen. Ich kann teilweise erkennen, was ich meinte in meiner Eingangsbemerkung, dass der Gaia manchmal, ich nenne das immer überzieht, zu schnell kommt und dann in der Rhythmik wie übertanzt und etwas die Teilwirkung gestört ist. Das war optisch sehr schön, mir persönlich aber gefällt das in der Rhythmik nicht so gut und dadurch haben wir uns in Andrea dort bestimmt gute Chancen. Er ist der dominierende Part, aber darunter leidet offensichtlich doch, sagen wir mal, die Ausstrahlung des Paares. Ja, die Synchronität. Ja. Vogelbewegungen und Wolterbewegungen als grundsätzliche Bewegungselemente drin. Wenn Sie die beiden jetzt vergleichen, Sie haben nicht in einer Gruppe getanzt, aber was würden Sie dann sagen? Was könnten die Wertungsrichter hier geben? Für wen könnten Sie sich entscheiden? Ja, es wird ja in diesem Semifinale noch nicht nach einer Platzwertung gewertet, sondern es wird nur gewertet, wen möchte ich ins Finale werden. Und da haben beide bestimmt die volle Punktzahl, denn sie sind beide so gut, dass sie gar nicht darum bangen müssen, ins Finale zu kommen. Sondern nicht abgestuft, wer besser ist jetzt. So, der zweite Tanz, Cha-Cha-Cha. Sie sehen hier mit der 39 Hans-Reinhard Galke, der mit seiner Partnerin Bianca Schreiber als zweites deutsches Paar im Semifinale steht. Beide kommen aus Freiburg, er 21, sie hat heute Geburtstag, ist 20 geworden. Und die Experten sagen, wenn die beiden ins Finale kommen sollten,
dann wäre das schon ein ganz, ganz großer Erfolg für Sie. Aber eine Chance haben Sie. Ich würde nicht nur sagen, ein Riesenerfolg, sondern das wäre eine Sensation, wenn Sie ins Finale kommen. Das ist Ihre erste Weltmeisterschaft, die Sie mitkämpfen überhaupt, da Sie sich letzte Woche erst qualifiziert haben. Und drücken wir den beiden die Daumen. Wir legen alles da rein, ihr ganzes Tanzgefühl. Und es ist schon herrlich, diesen zwei jungen Tänzern zuzuschauen. Ich habe den Eindruck, als ob er manchmal ein bisschen zu aufgesetzt hat. Ich meine, aufgesetzt sicherlich ein bisschen die Mimik. Richtig. Ja. Das ist noch ein Problem sicherlich, was er in den Griff kriegen muss und wird. Denn manchmal ist die Mimik übertrieben und das bringt ihm auch häufig kritische Wertungen ein. Gut, schauen wir den beiden noch ein bisschen zu, ne? Ja. Auf der anderen Seite hat er ganz tolle Körperbewegungen. Wird nicht einwandfrei. Und die Angst hat das gewisse etwas, was eine Lateintänzerin braucht. Ein Paar mit großer Zukunft. Ein Wort zu den Kleidern möchte ich auch noch sagen. Es wird ja bei den Damen doch immer ein bisschen offener, ein bisschen freizügiger, gerade wenn es um Lateinamerikanisch geht. Die meisten nähen sich ihre Kleider selber, haben aber trotzdem einige Investitionen da reinstecken müssen. Ist ganz klar, Strass, Pailletten kostet alle viel Geld. Andrea Lankenauer zum Beispiel musste schon so einen Tausender hinlegen, bis dieses Tanzkleid fertig war und vor allen Dingen auch einige Arbeitsstunden, so um die 50, hat sie gebraucht. Wobei sie ihre Kleider immer alleine macht, selbst entwirft, mit dem Haus zusammen natürlich. Und dieser Kleiderentwurf ist schon vor einem halben Jahr gemacht worden, bis dann dieses optimale Kleid gekommen ist. Der Pfiff an der Sache ist praktisch die Blätterform des Kleides. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Ja. Während darauf sollten Sie vielleicht dann auch mal achten, die härteste Konkurrentin, nämlich Trine Deli, heute Abend einen Hosenanzug trägt. Darüber wollen wir uns dann auch gleich noch unterhalten, wenn wir es sehen. Das ist eine Stärke von Andrea, die Continuous Spin nennt man das. In diesen Drehungen ist sie einfach, ich muss sagen, unschlagbar im Moment auf der Welt. Sehr schön die musikalische Interpretation. Da sieht man, dass die Musik der dritte Partner ist. Ja, und das Publikum, die 4000, sie sind natürlich begeistert. Sie wissen, dass ihr Paar hier in Hochform tanzt. Und sie wissen auch jetzt schon, dass es das Finale erreicht hat. Wenn natürlich nicht noch etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Wir kommen zum nächsten Tanz, zur Rumba. In der ersten Runde haben Ausstellung genommen die Paare 1, 3, 5, 19, 29, 39. Stop, Moment, stop. Na, hier gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten im Augenblick, weil offensichtlich die falschen Paare oder zumindest ein falsches Paar auf der Tanzfläche ist. Aber das wird Günther Meinen, der Chef hier im Saal, der am Mikrofon sitzt, sofort geregelt bekommen. Ja, da geht's also los. Die erste Gruppe mit der Rumba. Sehr gefühlvoll, der Anfang der Australier. Ich glaube, das jüngste Paar auf der Fläche mit. Das sind Jason Gilkison und Peter Roby, 18 Jahre, sie 19 Jahre her. Genauso hier, das kanadische Paar, erst einmal auf einer Weltmeisterschaft dabei. Jean-Marc Généreux und France Mousseau. Ein sehr, sehr, sehr talentiertes Paar. Ich habe selten einen Herrn gesehen, der in dieser Körpergröße so ausdrucksstark tanzen kann.
zeigen Ihnen jetzt einmal bewusst ein bisschen häufiger die anderen, liebe Zuschauer, denn wir sind sicher, dass die beiden Top-Favoriten im Finale noch häufig genug auf uns zukommen. Hier haben wir wieder Bianca Schreiber mit ihrem Partner. Den Knee-Slide hat der Heinzi selbst entwickelt. Das fand er so toll, wenn er den Slide dann macht, auf den Knien, also von ihr vorwärts gezogen wird. Und der hat sich auch jetzt international schon durchgesetzt in allen möglichen Variationen. Das ist ein Paar, dem man unter Umständen die Teilnahme am Finale zutraut, aber bei Ihnen wird es eng werden. Vielen Dank. In die zweite Runde bitte die Paare 4, 7, 8, 24, 25, 38. So, die zweite Gruppe in der Rumba. Und da sind Lankenau Bär sowie die Norweger mal zusammengelost worden. Im Bild aber haben sie David Griffin und Adele Preston aus Großbritannien. Er hatte heute Abend einen Anzug an, den kam er hier in die Stadthalle, dessen Farbe nicht zulässig war. Und so musste David Griffin kurz vor dem Start nochmal ins Hotel. Er hat sich schnell einen neuen Anzug besorgt, so einen schwarzen, hat sich umgezogen und ist dann in aller Eile zurück in die Halle gehetzt. So etwas nenne ich Nervenstärke. Und nun schauen Sie, wie er trotzdem tanzt. Erlaubt, das muss ich noch schnell dazu sagen, sind bei dieser Weltmeisterschaft nur schwarze Anzüge. Ja, speziell die Rumba ist eine der stärksten Tänzer von den beiden. Wir haben sogar vor kurzer Zeit auf der englischen Meisterschaft das Paar Bacchetelli geschlagen. Zur großen Überraschung. Und fehlen heute Abend auf jeden Fall zu den engen Favoriten um den Titel mit. So schnell werden sie sich bestimmt hier auch nicht geschlagen geben. Sie tanzen mit einer sehr feinen Art. Also das Paar Griffin-Preston müssen wir uns als drittes merken, wenn es nachher um die Medaillen geht. Hier wieder die berühmte Andrea Lankenau-Pirouette. Sehr schön, diese Rumba-G-Schritte mit den Hüftbewegungen, wirklich einwandfrei gezeigt. Herr Opitz, sagen Sie mir doch mal ganz schnell, wie können die Wertungsrichter das eigentlich so ermessen? Wie können sie so vergleichen und vor allen Dingen im Finale, wenn offen gewertet wird, ein Paar ganz klar auf den ersten setzen, das nächste auf den zweiten und so weiter? Ein unerfahrener Wertungsrichter kann das sicherlich nicht. Aber man hat einen Blick sich erarbeitet, möchte ich fast sagen, im Laufe von Jahren, dass man erkennen kann, innerhalb von ein paar Takten, in welcher Balance, in welcher Kontrolle ein Paar tanzt, ob dieses Paar an diesem Abend oder in dieser Runde wirklich noch in einer kontrollierten Bestform sich befindet oder aber eben nur noch halb tanzt, leichte, die Hände werden noch verloren, leichte Rutscher sind drin, wie eben hier zum Beispiel, Hosen kommen nicht zum Stillstand. Und wenn sich diese Dinge mehren, dann ist die Kontrolle nicht mehr so in dem Paar drin. Und das kann man sehr, sehr gut doch sehen. Man muss natürlich immer seine Augen auf allen Paaren versuchen, gleichzeitig zu haben, was nicht immer geht. Aber doch der erfahrene Wertungsrichter schafft das. Wir sind inzwischen beim Paso Doble. Und im Bild haben wir wieder Jean-Marc Généreux und France Mousseau aus Kanada, die hier nur als Außenseiter nach Bremerhaven gekommen sind. Wenn Sie noch eine Runde weiterkommen, wäre das eine Überraschung. Mit der 8 dann Martin Lamb und Alison Bray aus Großbritannien. Genauso geringe Chancen auf Finale wie Généreux und Mousseau. Ja, das würde ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein, denn gerade die beiden waren auch im Finale der englischen Meisterschaften. Und ich glaube, sie waren Vierter dort.
müsste das jetzt schnell nachschauen. Und ich glaube bestimmt, dass sie sich einen Finalplatz erhoffen und alles darum geben werden, auch mit ins Finale zu kommen. Das ist dann der Torero, wie er leid und lebt. Ja, das nennt man in der Fachsprache die Knee Walk, die Kniegehschritte. Die zweite Runde, Paso Doble, bitte. In der zweiten Runde, Paso Doble, hier im Bild, Wim und Els Gewehr aus Belgien. Ein Geschwisterpaar, beide knapp 20. Man sagt, sie gehören zu den größten Tanztalenten ihres Landes. Die Schotten Kenny McKechnie und Beverly Reed. Auch sie werden sich wahrscheinlich nach diesem Semifinale von ihnen verabschieden. Liebe Zuschauer, wir haben Sie inzwischen so sehr mit den Tänzen und den Paaren vertraut gemacht, dass wir Sie jetzt beim letzten Tanz des Semifinals einfach mal ein bisschen allein lassen können mit dem, was dort unten passiert. Ihnen sei nur noch gesagt, dass jetzt die erste Gruppe im Jive kommt. Unter anderem mit Jason Gilkison und Peter Roby aus Australien, der Nummer 1. Und in der ersten Runde First Heat. Are the couples number 1, 4, 5, 7, 24, 25? 1, 4, 5, 7, 24, 25. Seborg und Tone Nyhagen aus Norwegen, das zweite Paar aus diesem Land. Eigentlich gehören sie auch zu den Finalanwärtern. Auf alle Fälle haben sie schon des Öfteren Finals bei großen internationalen Turnieren erreicht. Herr Opitz, wie haben Ihnen die beiden gefallen, die wir eben schwerpunktmäßig vorgestellt haben?
Ja, das Knut und die Trone sind heute Abend nicht so in der Verfassung, wie ich sie normalerweise kenne. Und ich glaube, dass sie heute Abend Schwierigkeiten haben werden, das Finale zu erreichen. Zwei Aspiranten auf dieses Finale, aber tanzen jetzt in der zweiten Gruppe Jive mit Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien hier mit der Nummer 3 im Bild. Und jetzt können Sie mal gut vergleichen mit dem zweiten deutschen Paar, das direkt dahinter tanzt. Hans Reinhard Galke und Janka Schreiber. Die dann sofort überstrahlen auf andere Variationen. Aber insgesamt doch sehr rhythmisch, sehr spritzig getanzt, da war Feuer drin, würde ich sagen. Und ich glaube, das müsste reichen für das Paar Galke-Schreiber aus Freiburg. Von mir ging es auf jeden Fall. Das war jedenfalls erst einmal das Semifinale, liebe Zuschauer. Die 5 Tänze in den 2 Gruppen. Und jetzt entscheidet es sich also, wer das Finale erreicht. Wer von den 12 Paaren, welche 6 von den 12 Paaren übrig bleiben. Und hinzu kommt, dass wir auch noch nie einen so guten Hugo Strasser gehört haben. Es wird geschlossen, gewertet. Die Zuschauer bekommen das jetzt also hier in der Stadthalle nicht mit. Dafür aber können wir Ihnen das sagen. Im Finale stehen Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien, Olof Jensen und Helle Paulsen aus Dänemark, David Griffin, Adele Preston aus England. Da haben Sie es auch im Bild. Gaia Backe, Trine Deli, die Mitfavoriten aus Norwegen, Horst Behr, Andrea Lankenau, das deutsche Paar. Und auch Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber, das zweite deutsche Paar. Ein großer Erfolg also. Und während jetzt die Tänzer sich auf dieses Finale vorbereiten, wird hier eine Einlage gegeben. Die Standardformation von Saltatio Hamburg, die Europameister von 1984 und die Dritten der deutschen Meisterschaft tanzen. Standard, ein ganz anderes Metier als Latein, ganz andere Rhythmen. Viel fließendere Bewegung, die klassische Tanzhaltung und die klassische Tanzkleidung dominieren. Und weil das so anders ist, bietet Standard natürlich eine willkommene Abwechslung vor dem großen Finale dieser WM. Schauen Sie also mal 5 Minuten lang entspannt zu, bevor dann die Entscheidung im Einzel fällt. Das hier ist Genuss, ohne zu zittern. Thank you.
Saltatio Hamburg hat wieder mal gezeigt, Formation, das ist das fürs Auge. Die 16 Tänzer und Tänzerinnen, für die es heute um nichts geht, ausmarschiert sind, bereiten sich diejenigen, für die es jetzt um alles geht, vor. Das große Finale in den lateinamerikanischen Tänzen. Hier das erste Paar Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien. Das Paar mit der Startnummer 5 aus Dänemark, Bo Lars Jensen, Helle Paulsen. Die werden wohl nicht um die Medaillen kämpfen. Das Paar aus England mit der Startnummer 7, David Griffin, Adele Preston. Zwischen Platz 1 und 3 ist alles möglich. Das Paar mit der Startnummer 24, Geir Backe, Trinidini aus Norwegen. Da sagen die Fachleute, entweder sie werden Weltmeister oder sie holen mindestens den zweiten Platz. Das Paar mit der Startnummer 38, Horst Beer, Andrea Lankenau. Und die haben hier ein Heimspiel. Die Bremerhavener wollen sie zum Titel schreien. Und das Paar mit der Startnummer 39. Hans-Reinhard Geilke, Bianca Schreiber. Ein toller Erfolg für das zweite deutsche Paar, überhaupt dieses Finale erreicht zu haben. So, dann geht's los mit dem ersten Tanz, der Samba. Die Wertung ist jetzt offen. 7 Wertungsrichter verteilen Noten von 1 bis 6. Und ich will es mal etwas vereinfachen. Wer nach allen 5 Tänzen die niedrigste Platzziffer hat, der ist Weltmeister. Samba. Linksrolle, eine Spezialität von Horst Landreuer. Sehr schön kontrolliert. Erscheinen mir Horst und Andrea in der ganzen Phase eben. Ja, und die Bremerhavener, sie wollten diesen Tanz auch gleich für sich entscheiden, um schon einmal etwas vorzulegen. Wertungsrichter, um offene Anzeige dieses ersten Tanzes der Endrunde. Couple number 3, please.
Das ist für das Paar Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien. 4, 5, 5, 5. Tja, der vierte und der fünfte Platz wird hier meist gezogen. Dann für das Paar Olof Jensen und Helle Paulsen aus Dänemark. Sie sehen, die beiden kommen am schlechtesten weg. Paar mit der Startnummer 7, Name 7, please. David Griffin und Adele Preston. 3, 3, 3. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Wertung für die Norweger. Das Paar mit der Startnummer 24, 24, please. Tja, und Riesenjubel in der Halle, weil nämlich die härteste Konkurrenz von Lankenau-Bär nur eine einzige Eins bekommen hat. Das Paar mit der Startnummer 38, 38. Lankenau-Bär. 6 Einsen. Damit haben Sie die Samba eindeutig für sich entschieden. Und das Paar mit der Straßnummer 39, 39, please. 5, 5, 4. Ja, und für das zweite deutsche Paar, Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber, immerhin noch durchwachsene Noten. Bei Ihnen könnte am Ende vielleicht ein fünfter Platz herauskommen. Bitte zum nächsten Tanz, zum Cha-Cha. Und der Zweikampf wird auch hier beim Cha-Cha weitergehen. Die beiden Favoritenpaare etwa gleich stark eingeschätzt. Gesehen, sie kämpfen die Norweger, aber mir erscheint bei Lankenau-Bär alles ein wenig harmonischer. Ja, da haben Sie, glaube ich, auf jeden Fall recht, denn diese Ausgewogenheit des Paares, was ich eingangs schon sagte, ist kaum noch zu übertreffen. Diese beiden hier haben zuletzt 3 Stunden pro Tag trainiert, Andrea Lankenau und Horst Bär, das Ganze 5-mal in der Woche, unter anderem halt auch in Düsseldorf bei Ihnen, Wolfgang Opitz, und bei Alan Fletcher, der auch die Bremerhavener Formation zu Weltmeister-Ehren geführt hat. Einen Heimtrainer haben die beiden nicht, weil es keine Spezialisten in Bremerhaven gibt. Die aber, so sagen sie, haben den besseren Überblick über Trends und Entwicklungen und außerdem können sie ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Darum also wenden sie sich an die Großen in diesem Sport. Ich konnte Ihnen das alles erzählen, während die ersten beiden Wertungen gezogen worden sind, aber das waren halt Wertungen, die sehr niedrig lagen für Paare, die eigentlich mit dem Ausgang der WM schon jetzt nichts mehr zu tun haben. Die 3 dann wieder mal für die Engländer David Griffin und Adele Preston. Und nun für das Paar mit der Startnummer 24. Die Wertung für die Norweger.
Ja, und wieder Riesenjubel hier, weil die beiden Norweger nicht mit hohen Noten bedacht worden sind. Und Sie sehen, Bucket sieht auch eine eher süß-saure Miene, hat nur 2 Einsen bekommen. Da müsste das jetzt für Bjelland genau anders aussehen. Und die Einsen werden gezogen. 5 Stück insgesamt. Ja, und Sie merken, das Publikum, es schreit seine Lokalmatadoren förmlich zum Sieg. Das ist hier fast wie in einem Fußballstadion. Die letzte Wertung dann schließlich für das zweite deutsche Paar. Sie sehen, eine 4 dabei, eine 6, der Rest zum 7. Zwei Tänze haben Andrea Lanknau und Horst Bier damit schon gewonnen. Ihre Ausgangsposition wird immer besser, da jetzt die Rumba folgt. Im direkten Vergleich. Und da, Wolfgang Uffe, sollten Sie doch noch mal ein schnelles Wort zum Hosenanzug sagen von Trine Deli. Ist das ein Vorteil oder eher ein Handicap? Ja, ich persönlich mache die Hosenanzüge nicht. Aus dem einfachen Grunde, dass für mich zu den lateinamerikanischen Tänzen die schönen Beinlinien der Damen gehören und dadurch auch die Füße und Beine besser in der Musik sprechen. Attraktiv auf jeden Fall ist der Hosenanzug und ich würde auch sagen, für eine Schau sehr, sehr, sehr schön, aber im Turnier finde ich es nicht ideal. Interessant anzuschauen und wird sich vielleicht auch im nächsten Tanz noch fortsetzen. Die Paare erkämpfen sich hier regelrechte Hoheitsgebiete. Wenn sie einen guten Platz gefunden haben vor den Wertungsrichtern oder vor dem Publikum, das sie frenetisch beklatscht, dann sichern sie sich dieses Revier. Darum gibt es manchmal auch so Rangeleien zwischen den Paaren und es ist auch gar nicht selten, dass dem einen Tänzer schon mal der Ellenbogen des anderen in die Seite fliegt. Wenn ein Paar eine gute Position hat, dann tanzt es auch schon mal etwas länger nur auf dieser Stelle. Diese Wertung wieder für Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien. Sie bleiben auf der 4, wie in fast jedem anderen Tanz bisher auch. Und schwerpunktmäßig die 6 wird immer gezogen für Olaf Jensen und Helle Paulsen. Wenn es nach dem Trend weitergeht, müssten jetzt die ganzen Dreier kommen. Ja. David Griffin und Adele Preston zum dritten Mal beim dritten Tanz auf Platz 3 gesetzt. Und nun wieder die Norweger. Backe Deli. Drei Einser sehe ich, 3 Zweier und eine 4. 1, 2, 1, 1. Die 4 ist überraschend. Jetzt können Lankenau Bär 4 Einser bekommen, dann hätten sie auch diesen Tanz gewonnen. Für das Paar mit der Startnummer 38, 38, please. Auch nur 3 Einser, aber der Rest sind 2. Ja, die erste Frage, wo bleibt die letzte 1? Sie muss dem deutschen Paar gegeben werden, dem zweiten deutschen Paar, Gareke Schreiber, weil die bleiben nur noch übrig. Und wer hat nun diesen Tanz gewonnen, Herr Opel? 39, 39, please. Hier haben wir erstmal die Bestätigung, schauen Sie hin. Lauter 5 und 6 und da eine 1 für Gareke Schreiber,
fällt total aus der Wertung. Erstens, warum diese Eins und zweitens, wer hat nun gewonnen? Ja, das ist schwierig, jetzt so schnell zu sagen. Das Tennis Topf wird schon seine Gründe dafür gehabt haben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass trotz dieser Wertung Thorsten und Andrea auch die Runde gewonnen haben, da die Vier dem Geilbacke dann die schlechtere Note gegeben hat. Damit also schon drei Tänze an die Deutschen gegangen. Nun aber der Paso Doble und Favoriten in diesem Tanz, Backe Deli, denn der Paso Doble ist die Domäne der Norweger. Zum Schluss also lange im Bild gehabt. Und Herr Opitz, was meinen Sie? Können die beiden Norweger diesen Tanz für sich entscheiden? Ich glaube jetzt nicht mehr. Thorsten und Andrea haben so toll aufgedreht im Paso Doble und haben also natürlich mit den drei gewonnenen Tänzen im Rücken jetzt den Aufwind. Also müssen sehen, wie die Wertung ausgeht. Ja, zuerst wieder für die Belgier. Eine Bewertung dieses Paso Doble für das Paar mit der Stand Nummer 3, Kappel Nummer 3. 4, 4, 5. Damit dürfte nach diesem vorletzten Tanz schon feststehen, Dirk Cousins und Linda Jakobs haben sich auf dem vierten Platz etabliert. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Für Olof Jensen und Helle Paulsen aus Dänemark wird wohl am Ende nur der letzte Platz im Finale bleiben. 3, 2, 3, 3, 3, 3. Das ist die Wertung für die Engländer. Und alles deutet auf eine Bronzemedaille hin. Kappe Nummer 24, please. Backe Deli. 2, 3, 1. Das ist doch eine Überraschung. Auch nur 4, 2, 1 für die Norweger. Da hatten sie bestimmt mit mehr gerechnet. Also müssen Lankenau und Fehr jetzt noch einmal die hohen Wertungen bekommen. Ja, und da strahlen sie. Jetzt wissen sie es auch. Sie sind Weltmeister. Nach 4 Tänzen steht es doch eigentlich schon fest, bitte. Ja, jetzt kann ich es mir schief gehen. Können Sie natürlich im letzten Tanz im Jive nochmal ganz befreit diesen Tanz ausleben, alles nochmal hineinlegen. Ja, Horst Bär weiß es, er hat es geschafft. 5, 5, 4. Und das ist dann die Wertung für das zweite deutsche Paar, für Hans-Reinhard Dahlke und Bianca Schreiber. Letzter Tanz dieser Weltmeisterschaft ist Jive. Der Jive also. Eigentlich für die Entscheidung nicht mehr wichtig. Und das ist die neue Weltmeisterin und hier der neue Weltmeister. Zum ersten Mal überhaupt Andrea Lankenau und Horst Bär. Thank you.
Rentner ist das eigentlich schon die Ehrenrunde. Ja, wir haben noch einen draufgesetzt, die beiden. Und es steht fest, wir haben zum ersten Mal den Titel gewonnen. Diese Wertung wird jetzt eigentlich nur noch statistischen Wert haben. Bewertung bitte für das Paar mit der Startnummer 3 namens Riesling. 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Couple number 5, please. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5. Couple number 7, please. 7-mal der dritte Platz. Die Wertungsrichter sind sich in der Tat sehr, sehr einig. In der Benotung aller Kabel 6 Konkurrenten. 24, so, und Backe Deli erhalten auch so, hier im Jive nur 2 Einsen. Der Rest sind Zweier. Kabel Nummer 38, please. Horst Bär und Andrea Lankenau, ihre Wertung. Wieder 5 Einsen. Damit haben die beiden Bremerhavener alle 5 Tänze in diesem Finale gewonnen. Tja. Das ist ganz klar, dass jetzt der Jubel ausbricht hier in der Stadthalle. 4000 stehen hinter diesem Paar. Ein neues Traumpaar des deutschen Tanzsports. Jubel, Glückwünsche von den Verlierern. Andrea Lankenau und Horst Bär sind am Ende eines langen Weges angelangt. Sie haben viele Opfer gebracht. Jetzt hat es sich ausgezahlt. Sie haben die Krone und sie werden das Gold wohl auch irgendwann einmal versilbern. Denn im Hinterköpfchen ist natürlich immer noch die Idee, Profi zu werden. Und vor der Weltmeisterschaft haben die beiden gesagt, wenn es dann klappt mit dem Titel, dann wollen wir uns auch mal überlegen, ob wir nicht endlich heiraten. Lange genug verlobt sind sie inzwischen schon, aber an Hochzeit hat bisher noch keiner von beiden gedacht, denn sie haben sich eben ganz und gar auf die Weltmeisterschaft konzentriert. Ja, und da fließen noch mal ein paar Tränchen bei der Andrea, kann man aber verstehen. Am Ende fällt die ganze Spannung von einem ab. Wollen wir uns die Weltmeisterschaft. Küsschen hier, Küsschen da, wie üblich beim Tanzen. Muss auch wohl so sein. Und Herr Opitz, ich glaube, das war ein verdienter Erfolg. Auf jeden Fall. Da gab es keine Zweifel dran. Und ich glaube, dass die ganze deutsche Tanzsportnation jetzt dahinter steht und den Glückwunsch hier den beiden weitergeht. Und schauen Sie, was da jetzt los ist unten auf dem Parkett. Die strahlenden Sieger. Thomas Clemens sieht hier im Vordergrund. Er will bestimmt sofort ein Interview mit den neuen Weltmeistern machen. Wollen wir mal schauen, ob ihm das in diesem Trubel gelingt. So, komm her. Super. Okay? Herzlichen Glückwunsch an die Sieger, Horst Bär, Andrea Lankenau. So souverän gewonnen, haben Sie damit überhaupt gerechnet? Ja, damit haben wir eigentlich nicht gerechnet. Wir haben uns zwar optimal vorbereitet, aber wir haben gedacht, dass das wesentlich knapper ausgehen würde. Kann es sein, dass da vielleicht noch ein bisschen auch damit reinspielt, dass Sie aus Bremerhaven sind und hier in Bremerhaven getanzt haben? Ja, wir haben natürlich das Publikum sehr viel Unterstützung gehabt, aber letzten Endes, die Wertungsrichter sind so erfahren, die lassen sich eigentlich nicht so durch den Applaus beeinflussen. Die letzten zwei Meisterschaften haben wir in Norwegen getanzt. Das ist vielleicht eine ganz gerecht, dass das jetzt in Bremerhaven ist. Und in Norwegen haben wir zweimal nur mit einem Punkt verloren. Das war also hauchdünn. Und jetzt haben wir eben hier den Heimvorteil auch gehabt. Genau wie der Guy Backe in Norwegen. Es war zu lesen, Ihnen fehlt noch die Weltmeisterschaft, dann wird geheiratet. Ist das richtig? Ja, wir werden in Zukunft mal darüber nachdenken. Ja? Also ein Termin steht noch nicht fest. Ja, verlobt sind wir schon, aber ein Termin steht noch nicht fest. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke. Weiterhin und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke.
Ja, und im Hintergrund, liebe Zuschauer, da hören Sie schon eine Musik, mit der die Formation der TSG Bremerhaven, genauer gesagt die Lateinformation dieses Clubs, im letzten Jahr Weltmeister geworden ist. Das heißt, im Augenblick gibt es sogar in Bremerhaven zwei Tanzweltmeister. Und bevor Horst Behr und Andrea Lankenau geehrt werden, wollen die Formationsweltmeister von der TSG, die sechsmal insgesamt den Titel gewonnen haben, ihren Vortrag noch einmal vorführen. Aber wer wollte die Begeisterung nicht verstehen? Eine WM-Darbietung, die hier zum letzten Mal vorgeführt wird. Für die Titelkämpfe 85 ist eine neue Musik schon fertig und die neuen Kleider sind auch schon in Arbeit. Bevor die Weltmeister im Einzel also geführt werden, der Abschied von einem großen Programm. Mit Reach Out for the Goldwich geht's los. Yeah.
sicherlich verdienter Erfolg für das Paar Lankenau-Bär. Wir sind hier bei der Siegerehrung, die ab Platz 3 beginnt. Ich will Ihnen aber vorneweg noch die endgültige Platzierung der Paare sagen, die dahinter liegen. Sechster Boloff Jensen, Helle Paulsen aus Dänemark. Fünfter Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber aus Freiburg. Vierter Dirk Cousins, Linda Jakobs aus Belgien. Und hier nun die Drittplatzierten. Die Bronzemedaille für David Griffin und Adele Preston aus Großbritannien. Hope, haben Sie die beiden vor dieser Weltmeisterschaft schon beobachtet? Wo liegen Ihre Stärken? Was haben wir im Verlauf dieses Turniers gesehen? Ja, ich meine, dass die beiden ein sehr gutes Turnier getanzt haben, aber einfach der Vorsprung der anderen beiden Paare diesmal zu groß gewesen ist, dass sie dort nicht mithalten konnten. Sicherlich durch die Atmosphäre bedingt, die in ihrem eigenen Heimatland sie auch zu besseren Leistungen dann wieder bringt, war jetzt nicht für sie, aber sie sind ein sehr, sehr elegant tanzendes Paar, was bestimmt weiter zu beachten sein wird. Und wenn Lankenau-Bär wirklich ins Profilager überwechseln sollten, dann wären die Engländer ja doch wohl die härtesten Konkurrenten für Backe Deli, für die Norweger. Ja, falls Backe nicht vorher ins Profilager wechselt. Die haben auch Ambitionen, ne? Ja. So, nun wird der Zweitplatz aufgerufen. Und damit Vizemeister im Jahre 1985 wurde das Paar Geierbacke Trine Deli aus Norwegen. Ja, sie wollten unbedingt Weltmeister werden. Wir haben es in Bremerhaven nicht geschafft. Unter anderem auch, weil ein einheimisches Paar da war, das erstens die Unterstützung von 4000 Menschen hatte, aber auch ganz einfach besser war als diese beiden. Trotzdem, sie nehmen es zwar mit etwas süß-saurer Miene, aber die faire Verlierer. Beide sind befreundet, stammen aus Oslo, leben zurzeit aber in London, weil sie dort ganz einfach bessere Trainingsmöglichkeiten haben. 10 Jahre tanzen die beiden schon zusammen. Zweimal sind sie Weltmeister gewesen und amtierender Europameister hier im Einzel. Mich wundert ja sehr, Herr Opitz, dass das halt so dunkelhaarige Norweger sind. Normalerweise stellt man sich Nordländer ja doch blond vor. Sind die Haare gefärbt? Muss ich darauf antworten? Damit haben Sie geantwortet. Also es macht sich wahrscheinlich immer besser, wenn man so als dunkelhaariges Paar auf die Tanzfläche kommt. Auf jeden Fall. Nicht nur unseren Sportsenator haben, sondern auch den Vater einer tanzsportbegeisterten Tochter. Der Bremer Sportsenator Brückner hat das Pokal und Trophäe übergeben. Teller aus dem Hause Rosenthal, gestiftet von der Firma Petersen, den halben Krügerrang des Bankenkonsortiums. Im Vordergrund links sehen Sie Helmut Bär, das ist der Organisator der Veranstaltung, der Norwegerin jetzt aufs Podest hilft. Er ist so ganz nebenbei auch der Vater des neuen Weltmeisters, der Vater von Horst Bär. So, und da bilden die Bremerhavener Nachwuchstänzer schon Spalier für die Weltmeister, während sich die Vizemeister nochmal küssen sehen. Neuer Weltmeister, damit Sieger des heutigen Turniers, dieses sehr schweren Turniers, wurde Horst Bär und Andrea Lankenau. Der Höhepunkt ihrer Karriere, 1984 noch Dritter bei der Weltmeisterschaft. Angefangen hatte es 1980 als WM-10. Und nun stehen sie ganz, ganz oben. Sie hatten sich den Titel erhofft, aber sie hatten erwartet, dass es ein viel, viel härterer Kampf werden würde. Dass
Wer lang genau alle 5 Tänze für sich entscheiden würden, das hatten sie noch nicht einmal zu träumen gewagt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Kamera die Andrea Lankenau von hinten erfasst. Da sieht man dann die paar Tränchen nicht, die da schneller weggedrückt werden. Freudentränen natürlich. Und nach langen Jahren haben wir nun in Deutschland wieder einen Weltmeister. Die letzten Amateurweltmeister, die wir hatten, das waren Norbert Kaufmann in den 70er Jahren, Anfang 70er Jahre. So lange mussten wir warten, bis wir wieder einen Weltmeister stellen können. Von der Seestadt und verdient stellen können. Übergibt den Ehrenpreis der Schwesterstadt. Inwieweit, Herr Opitz, wirkt sich das denn nun aus, so ein Titel, auf einen Wechsel ins Profilager? Können Profis im Tanzen wirklich reich werden? Durch Turniertanzen kannst du das nicht. Aber dann die Preise sind auch, man kann sagen, mehr der Ehre wegen. Was natürlich dann gemacht werden kann, dass man als Trainer arbeiten kann, dass man Schautänze bringen kann gegen Entgelt und dadurch natürlich einige von den Trainingskosten wieder zurückbekommt. Obwohl wir ja das Gute haben, dass unsere Paare von der Deutschen Sporthilfe unterstützt werden. Und ohne diese Unterstützung wären die beiden sicherlich auch nicht so weit gekommen. Also Sie merken schon, liebe Zuschauer, dieses ist ein...